Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kleinen, aber feinen Beauty-Haul für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Starten möchte ich gerne mit den Produkten von Maxime Giacomo. Ich habe ja schon die Spiegel, die habe ich euch auch schon mal gezeigt in einem Haul, ne? Die habe ich mir bestellt. Die Mischplatte habe ich leider nicht mehr bekommen. Die war ruckzuck ausverkauft. Das Buch Face Art habe ich ja auch schon da und auch schon in der Anwendung, sage ich jetzt einfach mal dazu. Da male ich meine Looks auch so ein Stück weit vor. Jetzt habe ich mich dazu überwunden, wenn man das mal so sagen darf, nachdem ich jetzt echt viele Reviews gesehen habe, mir endlich auch die Wimpern zu holen. Ich habe auch sogar in dem Video gesagt, wo ich die Spiegel gezeigt habe, dass ich erstmal anderen den Vortritt lassen wollte und die niemandem wegschnappen möchte, weil das gibt ja auch nur eine limitierte Anzahl und da ich jetzt nicht unbedingt dafür bekannt bin, häufig künstliche Wimpern zu tragen, habe ich erstmal abgewartet. Es ist aber noch das Bundle verfügbar gewesen und deswegen habe ich zugeschlagen. Ich bin kein Pro im künstliche Wimpern tragen und aufkleben, aber ich habe mir gedacht, zum einen Support ist kein Mord und ich wollte es einfach mal gerne ausprobieren, wie so die Händelbarkeit ist, um das mal so zu sagen. Genau, hier habe ich einmal die So Cute und die 100K. Die sind ja She's Cute, genau so heißt die Geschichte. Und ich finde die wirklich schön, also sehr ansprechend, ne, wie das hier so aussieht. Die Verpackung finde ich wunderschön. Also das ist halt wie seine Lidschattenpalette, die er ja in Kooperation mit Catrice rausgebracht hat. Und ja, sehr, 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 sehr cool. Und die sollen ja so dreidimensional sein. Also wenn ich hier so von der Seite gucke, sehe ich das auch tatsächlich, dass es so ein bisschen auch absteht, ne? Also spektakulär. Möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Und er hat ja auch, was Verpackung und so weiter auf Nachhaltigkeit gesetzt. Auch als das Paket hier ankam, selbst das Klebeband war aus Papier. Es ist Wahnsinn. Und das finde ich einfach spektakulär. Also gerade diese 100K. Es wurde übrigens auch spekuliert, wofür dieses 100K stehen könnte. Und 100K steht ja für 100.000. Und ich glaube, das ist einfach das, was er sich für dieses Jahr wünscht, zu erreichen. Also quasi sein Ziel. Und das finde ich irgendwie cool, weil das natürlich auch irgendwie so ein bisschen zu diesem, wie soll ich das nennen, extravaganten, etwas intensivere Wimpern passt es. So dieses bis zum Mond und wieder zurück, so stelle ich mir das halt vor, wenn man die Wimpern auch trägt, ne? Und das dann halt auch entsprechend mit diesem 100K finde ich von der Idee her ziemlich cool und ich bin einfach gespannt, wie das so auf meinen Wimpern aussehen wird. Ich muss es ausprobieren. Wird demnächst einmal gemacht. Ich weiß nicht, ob das vor der Kamera passieren wird, Leute. Ich weiß es echt nicht. Wenn man bei ihm bestellt, bekommt man auch immer ein Kärtchen mit dabei. Und da steht halt drauf, hey Beauty, vielen Dank für deine Bestellung. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Produkten, Maxime. Und ja, ne, da habe ich auch schon die eine oder andere Karte von, weil ich ja auch öfters mal bei Danny bestelle. Da kommen wir aber gleich zu. Wie sieht denn das süßer aus, wenn ich meine Haare so übers Ohr mache oder wenn ich es hinter Ohr mache? Sie ist so wandelbar. Geht so. Okay, dann habe ich mir bei Amazon jetzt auch diesen Duo-Kleber geholt. Da schwärmen ja irgendwie alle von und sagen, der soll so super klassen toll sein. Den muss ich ausprobieren, ne? Also ich habe keine Ahnung von Wimpernklebern. Habe mir den jetzt einfach mal bestellt. Ja, ich weiß nicht. Da steht auch neu drauf. Glaube ich nicht. Soll in Sekunden auch fest werden. Ich habe jetzt mir mehrere Videos, wie gesagt, angeschaut und mich dann für diesen Kleber auch entschieden und muss es ausprobieren und habe ein bisschen Angst. Kommen wir aber dann jetzt zu seinem Lebensgefährten und wundervollen Menschen, Danny. Danny Pelletier ist ja, ein Tauschpaketpartner mittlerweile von mir. Ich finde das so großartig. Ich habe schon die Produkte fürs nächste Tauschpaket hier teilweise stehen. Also teilweise haben die auch ein bisschen längere Lieferzeit, weil ich doch aus unterschiedlichsten Sachen bestellt habe. Teilweise aber auch Sachen aus der Region gekauft habe und da schon zu einigen Läden hingefahren bin, zu Hofläden zum Beispiel. Aber auch noch fahren muss. Manche Sachen habe ich im Supermarkt gekauft. Ziemlich ulkig, was dabei rumkommt. Also, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und das nicht verpassen wollt, dann holt das gerne nach. Hier unten könnt ihr einmal kostenlos mich abonnieren und aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und ja, ich bin sehr gespannt, was Danny dann auch gerade so macht, weil das Thema, was wir uns auferlegt haben, ey, seid gespannt, das ist so geil. Das ist richtig geil. Das macht mir einfach richtig Freude, da gerade Sachen zusammenzusuchen und so meine Kreativität raushauen zu können. Apropos Kreativität, der junge Mann ist ja ultra kreativ und er hat halt Bücher rausgebracht. Er hat ja seinen eigenen Selbstverlag, den Pelletier Verlag, und da ist jetzt das neueste Buch, also ich hole mir immer die Bücher, ne? Also die, dass ich halt alle da habe, und die hole ich nicht nur, die lese ich sogar, unfassbar.
Das Buch hat er mir aber tatsächlich geschickt und das noch vor Launch. Ich bin ja ausgerastet. Ich hätte es mir nämlich sonst wirklich geholt. Es kostet nur 6,99 Euro. Das ist, ne, wirklich einfach mal zum Schauen, wie so sein Schreibstil ist, beziehungsweise um den Pelletier Verlag einfach mal kennenzulernen, kann ich euch empfehlen. 6,99 Euro macht Spaß. Habe ich auch schon auf Instagram reviewed. Falls du mir noch nicht auf Insta folgen solltest, dann hast du echt was verpasst. Mach das gerne, hol das gerne nach. Da poste ich Dinge aus meinem Leben. Ich poste auch Beauty-Sachen, also so Close-Ups zum Beispiel von diesem Look. Oder ja, schreib auch mal so ein bisschen intimere Sachen in Anführungsstrichen. Also mehr so aus meinem Privatleben, was mich gerade bewegt, Themen, die mich interessieren und so weiter. Dann teile ich da auch Angebote, die es halt so aktuell gibt. Zum Beispiel irgendwelche Boxen, die verfügbar sind, irgendwelche Codes oder sonst irgendwas, was ich gefunden habe. Ja, aber ich schreibe mittlerweile vor allem über die Bücher von Danny, muss ich ehrlich sagen, Bücher-Reviews. Einfach, weil ich Bock drauf habe und weil ich einfach in dem Moment auch denke, dass ich ihn da einfach echt gut mit unterstützen kann und euch auch ein Stück weit darauf aufmerksam machen kann, was es so gibt. Und er entspricht halt voll meinem Beuteschema, was das Büchergenre angeht. Denn Stalker ist ein Buch, das ist nämlich ganz speziell, das ist in Chatverläufen geschrieben und ich habe mich so davon reinziehen lassen, das war krass. Ich hatte mein Auto in der Werkstatt an dem Tag, also ich habe das an dem Freitag gelesen und das war, glaube ich, der Freitag, bevor es rausgekommen ist oder so, ich weiß es gar nicht, habe das in einer Stunde durchgezogen und ich konnte das Buch auch nicht weglesen und mein Freund sagte schon, oh Claudia, wir müssen so langsam los, die Werkstatt macht zu, sonst kriegst du dein Auto nicht mehr daraus. Ich sage, ja, Moment. Ich wollte das noch unbedingt durchlesen. Es hat mich so in seinen Bann gezogen. Ich fand's klasse. Also da hat Danny echt ein ganz, ganz tolles Buch rausgebracht zu einem mega fairen Preis. Und ja, deswegen kann ich euch nur empfehlen, Stalker, geiles, geiles Buch, was einen so ein bisschen mehr in eine geile Welt reinzieht. Also das spielt in der richtigen Welt, also in dem Jetzt und Hier. Gut, es gibt da kein Corona, ne? Die Leute feiern Partys und so. Aber es ist schon geil und es ist so ein bisschen sozialkritisch, gesellschaftskritisch, kann man das sagen? Schaut gerne sonst auf Insta vorbei, da habe ich euch eine spoilerfreie Review geschrieben und ja, genau. So, als nächstes kommt hier, also hat er mir hier auch noch ein Briefchen geschrieben und so, ne, weil, finde ich total klasse. Liebe Claudi, eine kleine Überraschung für dich, alles liebe Danny, PS im August Tauschpaket. Also da hat er mich tatsächlich gefragt, ob wir das Tauschpaket machen wollen, daraufhin habe ich geschrieben, yay, lass starten und ja. Dann war ich shoppen. Genau, hier sind nochmal seine ganzen Bücher aufgeführt. Das ist Wahnsinn, was der alles an Büchern rausgebracht hat, ne? Und ich mag das, dieses Thriller, etwas andere Genre. Dann haben die aber auch noch, also die sind gut, Danny und Maxim zusammen Kochbücher rausgebracht, zum Beispiel auch in der Community Edition. Das heißt, die Zuschauer haben Rezepte eingesendet. Darunter ist auch Claudis weltbeste Paprika Carbonara, Leute. Zieht euch das rein. Und ja, können dann alle nachkochen und so. Das ist halt auch in erschwinglicher, monetärer Geschichte. Also es ist kostenmäßig vollkommen in Ordnung, finde ich. So, und dann noch ein neues Buch, was ich mir geholt habe. Die John Orion Saga Dark Wars, der dritte Band des großen Science-Fiction-Epos. Und das wollte ich auch lesen. Ich habe auch die erste und zweite Reihe, den ersten und zweiten Band davon, muss ich halt auch noch lesen, habe ich noch hier stehen. Genau, aber ich bin halt so ein Wuselmensch, ich mache viel Videos, ich arbeite Vollzeit, nebenher, kann man nicht sagen, nee, ich arbeite halt Vollzeit, ne? Im Büro als Vertriebs- und Marketingassistentin, egal. Auf jeden Fall, jede freie Minute, die ich habe, lese ich gerne. Genau, so, da freue ich mich nämlich, dass Danny wieder neue Bücher rausgebracht hat, ne? Sehr, sehr geil. Und es gab das Sonnenwendfest, heißt das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Da habe ich mir einige Tassen geholt. Ich habe euch auch schon zwei gezeigt. Einmal die ganz klassische aus dem Denis Pelletier Verlag und die mit diesem Glumanda-ähnlichen Vieh drauf. Das ist so ein brennender Vogel. Ich weiß noch nicht, aus welcher Reihe von seinen Reihen das kommt. Die habe ich aber auch geholt. Und hier habe ich eine Tasse drin. Die möchte ich demnächst gerne einer Internetbekanntschaft, Freundin schenken, wenn man das... Marion, wir sind Internetfreunde, oder? Wir haben uns noch nie in live gesehen. Die ist nämlich ein Katzenfan und hier ist eine Katze drauf. Und die habe ich halt für sie gekauft und möchte sie damit glücklich machen. Ist auf beiden Seiten übrigens drauf. Weil, ja, Danny hat ja auch Katzen. Und deswegen lag es nah, dass er auch eine Katzentasse rausbringt. Wow, draußen rennen Kinder rum und eskalieren ein bisschen. Und ich glaube, dass ich damit halt auch Marion sehr glücklich machen kann. Also Marion, falls du das siehst, fühl dich geblitzt, Dings, du weißt von nichts. Und ja,
Genau. Wie kriege ich das? Das ist ein ganz aufregender Karton hier, ich sage euch das. Genau, hier ist sie drin. Und dann werde ich ihr die vielleicht auch erst zu Weihnachten schenken. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Soweit ich das auch in den Stories von Danny mitbekommen habe, wird es übrigens, ich glaube, auch zur Halloween-Zeit wieder ein weiteres Event geben, wo er dann auch in seinem Shop entsprechend so Erweiterungen haben wird. Ne? Er hatte auch dieses Mal Lesezeichen zum Beispiel mit drin und so. Mega cool. Jetzt kommen wir als letzten Part des Ganzen zu meinem Dalton-Paket. Dalton hat mir nämlich wieder ein Paket zugeschickt. Das ist eine Kooperation, die super ehrlich und herzlich ist. Denise, wenn du das siehst, vielen, vielen Dank, dass es dich gibt und dass wir so wundervoll zusammenarbeiten können. Ich kann konstruktive Kritik vollkommen vom Herzen aus erzählen. Also wenn ich Produkte verwendet habe, die mir nicht ganz so gut gefallen haben, teile ich ihr das halt auch mit und sage ihr auch, was genau passiert ist und so weiter. Und das ist einfach wichtig, wenn Influencer so eng mit Marken zusammenarbeiten können, dass die Marken dann gegebenenfalls auch schauen können, was man daran verbessern kann, weil es bringt nichts, meiner Meinung nach, den Menschen einfach die Sachen für um rauszuhauen und zu sagen, zeig das, aber wenn man dann vielleicht irgendwie sagt, das und das hat nicht so gut funktioniert oder das und das war besonders gut, da einfach nicht drauf zu reagieren. Manche Marken machen das nämlich so, dass wenn man Feedback äußert, was nicht ganz so in deren Kram reinpasst, also was die nicht ganz so nett finden vielleicht oder so, dann wird man direkt von der PR-Liste gestrichen und ciao, Kakao, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Bei Dalton ist es so, dass wenn ich Produkte teste und verwende, dass ich dann auch immer echt Romane schreibe und Denise halt auch genau erkläre, was genau passiert ist und warum es vielleicht nicht funktioniert haben könnte. Gleichzeitig aber auch sage, wenn Produkte besonders gut funktioniert haben. Sie fragt mich auch immer, ob ich noch dies, das, Ananas, irgendwas testen möchte oder so. Und ja, packt mir dann immer ein schönes Paket zusammen. Ich habe zum Beispiel gesagt, ja, ich glaube, so langsam geht mein Vorrat von meiner Lieblingsmaske zur Neige. Und ja, ist er nämlich jetzt mittlerweile. Ich habe keine mehr da. Ist aber nicht schlimm, denn Denise hat sich gedacht, ich schicke der Claudi nicht nur eine davon, sondern gleich einen ganzen Haufen. Ich stand echt mit fast schon Tränen in den Augen von meinem Freund und habe ihm das gezeigt. Ich sage, ey, Schatz, guck mal, es ist total wahnsinnig geil. Ich habe mich gefreut wie ein Kind, das ist Wahnsinn. Das ist die Facecare Hydrolift Biozellulose Maske Hightech Innovation auf natürlicher Basis. Und die haben sogar ein Beauty Forum Stars Award 2020, den zweiten Platz haben die gewonnen. Und das finde ich also richtig, richtig zurecht. Ne? Hier haben wir ein ganz besonderes Vlies von der Maske, halt dieses Hydrogel. Also sowas in der Art habe ich also so noch nie bei anderen Masken erlebt. Und Leute, ich teste super viele Masken. Ne? Das ist kein klassisches Tuch, das ist halt wie so ein festes Gelee, keine Ahnung, ganz, ganz geil. Fühlt sich an wie eine zweite Haut, aber nicht so dünn. Es ist halt geil und es macht halt einen schönen Beauty-Effekt. Ne? Und deswegen kann ich euch die voll ans Herz legen. Die ist einfach geil, wenn man die einfach mal ein, zwei Mal im Monat macht, ne? Weil das ist ja kein günstiges Produkt. Tut man seiner Haut auf jeden Fall auch nachhaltig gesehen was Gutes. Ich merke, und ne, ich merke, wenn ich die anwende, dass es wirklich funktioniert, dass meine Haut auch mehr mit Feuchtigkeit versorgt ist, ich mehr regenerieren kann und es tut einfach gut. Dalton mag ich per se sehr gerne, weil das ja auch die Meereskosmetik ist. Das heißt, das Leben kommt aus dem Meer. Also wir auch, wir sind Leben, Leute. Und ja, da die halt sehr meeresverbundene Inhaltsstoffe haben, wie zum Beispiel das Zellomer-Meeresextrakt oder Plankton oder sowas, ist das halt super verträglich. Also, ne? Und ich habe sensible Haut und deswegen ein Traum. Also diese Kooperation, ich lieb's wirklich. Okay, dann habe ich auch gesagt, dass ich dieses Produkt verwendet habe, als ich vor einem Monat ungefähr echt einen krassen Ausbruch hatte, was Maskne anging und hormonelle Geschichten und keine Ahnung, was auch immer los war. Ich hatte wirklich sehr, sehr viele Unreinheiten und auch krasse Unterlagerungen, also Pickel, die halt nicht rausgekommen sind, sondern einfach nur da waren. Und die habe ich halt versucht zu pflegen. Da habe ich dann direkt nach meinem Toner dieses Produkt aufgegeben, was ich, als ich das allererste Mal dieses Produkt verwendet habe, nicht so gerne mochte. Aber als ich dann wirklich im akuten Fall das Produkt morgens und abends verwendet habe und gezielt auf meine Unreinheiten aufgegeben habe, hat es Wunder bewirkt. Ich war echt hin und weg. Derma Control Clear Skin SOS Spot Concentrate. Hier sind 15 ml drin und es soll das Hautbild verbessern und weniger Pickel halt ne, machen. Heißt, du kannst es auch theoretisch dann über einen gewissen Zeitraum oder wie auch immer permanent verwenden.
Oder, so wie ich mache das dann halt wirklich, wenn ich merke, da sind Unreinheiten oder es kommen Unreinheiten, ne? Und ach, Wahnsinn, Leute, echt. Jetzt habe ich halt ein Backup. Meins ist noch nicht leer. Vielleicht am Ende des Monats, muss ich mal gucken. Wir haben jetzt noch Anfang des Monats. Das schaut so aus. Kommt in einer Pipette und dann gebe ich mir das immer so auf meine Hände, also auf meine Handinnenfläche. Und dann tapere ich das ganz vorsichtig ein. Das ist super flüssig und zieht auch echt sehr, sehr schnell und gut weg. Also echt gut, ne? Und ich habe viel ausprobiert, Leute. Ich habe echt viel ausprobiert. Das hat geholfen. So, dann habe ich das nächste Produkt. Das habe ich mir tatsächlich gewünscht, weil ich habe es bei Mello Flori gesehen. Sie hat davon geschwärmt und ich war angefixt. Face Care Perfect Complexion BB Anti-Aging Cream. 50 ml sind in dem Produkt enthalten. Auch hier wieder das Zelomer-Meeresextrakt. Da sind auch Muscheln und Algen und Meereswasser und Austern und Plankton drin. Das ist Wahnsinn. Also das wird auch eine sehr, sehr verträgliche Geschichte sein, die man ja so täglich anwenden kann. Und das geht halt in den Bereich dekorative Kosmetik, weil Dalton hat ja selber nicht so viel dekorative Kosmetik. Ich glaube, das ist so ziemlich das einzigste Produkt. Die haben aber auch die Marke Nee. Da habe ich schon mal ein ganzes Fullface zugeschminkt auf deren Homepage. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Das sind auch sehr, sehr hautverträgliche Produkte. Und ja, da freue ich mich drüber. Das finde ich echt cool, bin ich gespannt drauf. Und das werde ich mit euch auch mal in einem Schminki ausprobieren und euch auch eine Review dazu geben. So, das Produkt hatte ich schon mal da und das habe ich jetzt wieder da und ich freue mich extrem drüber. Das habe ich nämlich auch mal in einem Video, in einem Aufgebraucht-Video, glaube ich, erzählt. Die Body Care Spa Deluxe Velvet Body Butter, das ist diese hier. Oh mein Gott, das ist wie Wolke, wenn du dir das drauf machst. Das ist super reichhaltig, mega angenehm. Ich mag das sogar in Semi-Haar. Riecht halt sehr dezent, aber riecht. Man riecht es jetzt nicht raus, weil da eine Folie drüber ist, aber ich freue mich schon wieder drauf, dieses Produkt zu verwenden. Und ich bin immer so ehrfürchtig, ne? Weil ich einfach weiß, dass es sehr hochwertig, hochpreisig, aber auch so gut ist. Also das ist wirklich Spa für die Haut und da freue ich mich drüber. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mir das on top einfach nochmal reingelegt habt. Ein Spatel haben wir auch noch mit dabei, dass wenn man das nicht so gerne mag, mit den Fingern reinzugehen, man einfach mit dem Spatel durchgehen kann. Finde ich klasse. Dann habe ich hier, das ist etwas, was neu ist, was ich aber cool finde, also neu für mich, das habe ich so noch nicht ausprobiert. Ich habe aber letztens einen Post auf Insta gemacht und wahrscheinlich haben ja, die liebe Denise und ihr Team das auch gesehen, zu meinen Schwangerschaftsstreifen, die ja gar nicht von Schwangerschaft kommen, sondern von Wachstum, ne? Also das sind meine Dehnungsfugen in meinen Oberschenkelinnenseiten, weil nobody's perfect und das ist halt meine Imperfektion, die ich halt seit Jahren, Jahrzehnten halt habe und weil ich halt einfach zu schnell gewachsen bin in meiner Jugend. Und hier haben wir so ein Antizellulite-Gel. Bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Ja, Antizellulite-Concentrate Perfect Silhouette muss ich mal ausprobieren, ne? Also ich denke, dass solche Produkte jetzt keine Wunder bei mir bewirken werden. Leichte Zellulite habe ich auch an meinen Oberschenkel-Außenseiten, ist es dann ja quasi. Aber ich bezweifle halt immer, dass sowas halt jetzt Wunder wirken kann. Ich glaube, dass solche Produkte den Prozess ein bisschen verlangsamen können, ne? Aber ihn jetzt nicht stoppen können, weil, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ne? Aber ich werde es mal ausprobieren. Es sieht echt schön aus, gefällt mir von der Optik schon mal sehr gut. Sieht auch so ein bisschen getönt aus, ist ja witzig. Wird auf jeden Fall ausgetestet und dann werde ich euch davon berichten. Jetzt aktuell verwende ich noch ein Öl, was ich mir da aufgebe. Und sobald das leer ist, werde ich das verwenden. Und ich gebe mir das auch einfach mal mit auf meine Schwangerschaftsstreifen. Und dann gucken wir mal, ob das vielleicht auch nochmal so eine Extrapflege gibt. Dann habe ich ja auch noch ein Produkt drin gehabt, das nennt sich Push-Up-Effekt. Und da hat, glaube ich, die liebe Nathalie Nordbeauty schon so von geschwärmt. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das ist eine Hals- und Dekolleté-Creme mit 50 ml. Bin ich gespannt. Also die Alterung, das Alter eines Menschen, einer Frau, eines weiblichen Menschen, sieht man halt auch an den Hupis. Ne? Bei mir ist es jetzt tatsächlich nicht so, dass ich Riesenhupis habe, sodass da jetzt irgendwie, weiß Gott, viel hängen könnte oder in der Mitte sich super viele Falten bilden könnten. Sind wir mal ehrlich, ist nicht so. Aber Hals gibt irgendwann mal Falten, gerade wenn man so wie ich ständig am Handy hängt und so runterguckt. Darf sich kein Mensch angucken, ne? Also das werde ich mir dann auf jeden Fall mal aufgeben. Denn da habe ich aktuell auch immer wieder ein Hyaluronserum oder ein Gesichtsserum, was ich mir aufgebe, bevor ich meine Bodylotion verwende. Das werde ich dann einfach mal alternativ nehmen. Also ich merke echt, dass Dalton oder Denise von Dalton meine Videos dann auch echt schaut, ne? Meine Videos sind ja teilweise 2 Stunden lang, Leute. Das will jetzt gerade nicht rauskommen.
Das ist sehr schade. Hallo. Es hängt immer sehr gut hier unten fest, ne? Es will nicht. Hä? Man muss nur Gewalt androhen. Ich wollte gerade so richtig mit einem Ruck ziehen und auf einmal lässt sich das easy lösen. Ich weiß auch nicht. Ja, sehr geil. Freue ich mich drauf. Also das wird auf jeden Fall dann ausgetestet und reviewed in einem Aufgebraucht-Video von erzählt, ne? Bin sehr gespannt. Leute, Leute. Ich meine, was es nicht alle gibt, ne? Muss man ja auch wirklich sagen. Bei den Händen ist es übrigens das Gleiche, ne? Die sind halt auch immer so, dass man ja, Alterungsprozesse wie auch immer sehen kann. Dann habe ich hier noch ein bisschen was für den Körper. Alto Belly. Die haben hier echt rausgehauen. Neuer Duft, New Fragrance. Ach, guck mal. Das ist die Hydro Boost Moisturizing Emulsion. Das ist etwas, was eigentlich super für den Sommer ist. Mit 200 ml, weil es halt nur eine Emulsion ist und nicht eine super reichhaltige Creme. Das finde ich toll. Da rieche ich doch mal dran, wenn die schreiben neuer Duft, ne? Das riecht einfach nach Spa. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist halt jetzt nicht super hardcore parfümiert oder so. Das finde ich auch so geil. Dalton, da gibt es ja auch diese ganzen Kosmetikstudios und so weiter, ne? Da ist es ja ursprünglich entstanden. Und jetzt mittlerweile haben die sich halt auch online sehr gut aufgestellt. Und da kann man sich halt über den Produktberater online super beraten lassen. Und ja, weil Dalton halt super gerne auch die Produkte nicht ohne Beratung mit an die Menschen geben möchte. Das finde ich halt auch so, diesen Service-Faktor finde ich auch so wichtig. Genau, das wird ausprobiert. Und ich liebe den Pumpspender, Leute. Das muss ich echt an dieser Stelle mal sagen. Und hier habe ich Bodycare Energy Boost Vitalizing Emulsion mit 200 ml. Ich glaube, Sammy, ja, er hat gerade gehört, dass es draußen Gewitter anfängt, ne? Aber wir machen das einfach so, dass ich mich einfach den ganzen Abend hier hinsetze und vor mich hin quatsche. Das ist immer das, was ihm am meisten hilft, dass ich diese Normalität hier zeige und einfach hier plänkel die Plänkel, erzähle und erzähle, ne? Ich glaube, das ist ganz gut und meistens bringt ihn ja auch wirklich meine Stimme zum Schlafen. Okay, auch hier ist ein neuer Duft mit dabei, da bin ich auch gespannt drauf. Ja, und das soll halt die Haut vitalisieren, finde ich auch interessant. Also ich habe jetzt nicht müde Haut, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das ist mit Q10 Aktivperlen, oh la la. Für trockene und fettarme Haut, die habe ich täglich auf den gesamten Körper auftragen und die Q10 Aktivperlen sanft in die Haut einmassieren. Ah, da muss ich gucken, ob ich das mag. Denn normalerweise, wenn in Produkten solche Perlen sind, die nochmal den extra Feuchtigkeitsboost geben sollen, nervt mich das, weil ich so doll reiben muss. Und ich mag es lieber, wenn ich einfach sanft über meine Haut fahren kann, das Produkt einarbeiten kann und gut ist. Aber das muss ausprobiert werden. Es sei denn, das sind halt super kleine Körnchen, dann dürfte das alles problemlos funktionieren. Riecht aber sehr angenehm. Ein bisschen stärker parfümiert als das andere, was ich gerade hatte. Und ich mag auch hier wieder den Pumper. Und jetzt muss man wieder das irgendwie hinkriegen, dass man das zusammengedreht bekommt. Und ja, das gefällt mir tatsächlich. Deswegen auch das. Habe einiges für meinen Körper auszutesten. Ich merke das schon. Und das, was als letztes mit drin war, das ist dieses Set. Da habe ich auch schon angefangen, eins dieser Produkte zu verwenden. Denn das ist das Sommerset. Genau, das ist so ein Täschchen, was erstmal mit dabei ist, was ich echt schön und praktisch finde. Und diese Sonnencreme fürs Gesicht, die habe ich schon mal leer gemacht. Und die habe ich jetzt auch schon wieder angefangen zu nehmen. Das ist die Suncare Prevent and Control mit Lichtschutzfaktor 50 plus UVA und UVB-Schutz. Das ist eine Sonnencreme, die nicht weißelt, was ich sehr wichtig finde. Eine Sonnencreme, die sehr gut auch ins Gesicht einzieht, nicht speckig aussieht, also für mein Empfinden. Und sie krümelt bei mir auch nicht. Also das ist eine ganz tolle Geschichte und die feiere ich hart. Die kann ich euch voll empfehlen. Und ja, ne? Geiles Produkt. Die ist auf jeden Fall hier mit in der Tasche. Ich weiß nicht, ob es diese Tasche noch genauso zu kaufen gibt als Set, wenn ich das Video online stelle. Ihr hört, was ich höre. Sammy hört es, glaube ich, auch. Oh, es tut mir so leid. Ja gut, dann gibt es hier auch noch für die Sonnenpflege etwas mit dabei. Und zwar ist das die Prevent and Control Body Lotion After Sun. Die müsste ich schon da haben. Die kann man sich dann, nachdem man Sonnen gebadet hat, in Anführungsstrichen, oder nachdem man sich den Sonnenbrand seines Todes zugezogen hat, drauf machen. Finde ich sehr, sehr angenehm und ja, finde ich schön, dass es auch im Sonnenset mit drin ist. Aber um zu vermeiden, dass man einen Sonnenbrand bekommt, ist hier natürlich noch eine Sonnenpflege mit dabei. Ein Lichtschutzfaktor mit 30 ist das. Prevent and Control UV Protection Spray. Auch das UVA und UVB-Schutz. Und als Spray feiere ich das natürlich auch tierisch, weil das sehr einfach dann aufzutragen ist, ne? Also vielen, vielen Dank, liebes Dalton-Team, dass ihr mir die Produkte zugeschickt habt und mir da echt guten Nachschub gegeben habt. Schaut auf jeden Fall bei Dalton vorbei, bei Danny vorbei.
bei Maxim vorbei. Und ja, genau. Also das ist echt der Wahnsinn in Tüten hier gerade. Ich freue mich über die Neuzugänge. Ich freue mich drauf, das Ganze gleich wegsortieren zu können. Und wenn euch das Video erfreut hat oder gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!